I trained to be the assassin, but I was born to be the killer. Ja, Leute, und damit geht es weiter mit Let's Play Wanted Weapons of Fate. Und wir sind hier gerade beginnen sogar hier gleich mal mit einer Action-Sequenz. Und ja, im letzten Part haben wir zum einmal die Spinne besiegt und den letzten Binärcode erhalten von ihrem schönen Hals, nachdem sie danach hat sie eine kleine Bruchlandung abgelegt. Ich glaube, so kann man das gut sagen. Und dann waren wir bei dem Grab unseres Vaters und haben uns dort seine Waffen geholt. Und jetzt können wir jede zweite zwischen den wechseln und diesen Schrappelsturm oder wie der auch immer heißt benutzen. Das Problem ist, irgendwie ist die Munition hier von der Waffe sehr begrenzt. Deswegen können wir die nicht so oft einsetzen. Aber egal. So, erstmal das hier schon geschafft und ja. Ihr könnt euch denken, was wir jetzt noch machen müssen. Wir müssen The Immortal finden und stoppen. Da es so aussieht, es hat ja im letzten Part hier der Wesley gesagt, dass der Vater ihn doch hier nicht, der Cross, also sein Vater ihn nicht getötet hat. Und natürlich will Wesley jetzt Rache. Und auf diese Minen muss man schießen, dann explodieren sie und tun einen One-Kill. So. Und ich will nicht gewonnen-killed werden. So. Und wie gesagt, jetzt können wir die Waffe benutzen und dann können wir diesen Strappelsturm machen. Das, was wir halt schon als Cross ein paar Mal gemacht haben, was dann so cool explodiert. So. Und es sieht natürlich cool aus mit zwei Pistolen in der Hand. Oder? Ja. Und übrigens, das glaube ich, kann man schon mal sagen. Das Spiel wird nicht mal allzu lange dauern. Wenn man jetzt Abschnitte hier zählt, also storymäßige Abschnitte. Oh, ich hasse diese Typen. Seht ihr, sie weichen immer den Schüssen aus. Manchmal. Der hat sie gerade nicht gemacht. Aber normalerweise machen sie es manchmal. Also, ich meine, wenn man hier nach Abschnitten geht, wo es sich Spiele befinden, dann ist das schon der letzte Abschnitt. Denn diese Umgebung wird uns bis zum Ende des Spiels begleiten. Und das Ende des Spiels dauert auch nicht mehr so lange. Ich würde sagen, so 3-4 Stunden noch. Aber egal. Spiel ist ja eh sehr kurz, das habe ich ja schon anfangs gesagt. Aber trotzdem, mir macht trotzdem Bock. Ich mag es. So, komm, weiter geht's. Und aufpassen, aufpassen, aufpassen. Ah, die Stelle ist jetzt... habe ich jetzt so gar nicht draufgeschossen, oder? Hast du da draufgeschossen? Boah, ich wollte da draufschießen. Ich bringe hier Sachen zur Explosion. So, aber hier, also ab diesem Level wird es wirklich tricky. Davor war es ja wirklich jetzt nicht allzu schwer. Aber hier erscheinen bald nur noch Gegner, die wir eben nicht nur mit einer Kugel töten können, also die um einiges mehr Leben haben. Und vielmehr eben von diesen Shotgun-Heinis, die irgendwie allen Schüssen ausweichen. Sehr nervig. Aber jetzt haben wir so unsere coole Maske, jetzt ist das alles kein Problem mehr. Ich hoffe, da sind alle weg. Nee, sind sie natürlich nicht. Geh vor, geh vor. Ach, da geht halt nicht vor. Dann eben nicht. Dann machen wir einfach bei dir. Bam! Ins Gesicht. So, schön gemacht. Gut, weiter geht's. War da hinten jetzt noch jemand? Ich glaube nicht. Ich hoffe einfach mal nicht. Ich hoffe jetzt einfach, dass mal nicht mich gleich jemand von hinten anjumpt. So. Biu. Oh, das wäre so geil gewesen, hier eine Verfolgungskamera zu sehen. Aber das geht ja in der deutschen Version nicht, denn das ist ja zu brutal. Ich meine halt in God of War 3, da tut man Leute zerreißen in der Luft und tut ihnen die Augen und die Köpfe raus und abreißen. Aber das ist ja gar nicht schlimm. Ach, God of War ist immer das beste Beispiel, wenn du darüber redest, was brutal ist und was nicht vernünftig indiziert worden ist. So, jetzt müssen wir aufpassen, jetzt kommt da der Shotgun-Heini, deswegen machen wir da einfach mal Blam. Hasse diese Typen. Aber es gibt noch einen Gegnertyp, der ist noch nerviger, aber der kommt. Da müssen wir noch ein bisschen weiterlaufen, bis der kommt. So. Pöp. Wunderschön gemacht. Wunderschön wirklich. So. Hallo. Wo ist der kleine Immortal? Immortal, Mortal, Mortal. Mortal, Mortal, Mortal. Das gefällt mir. Immortal, Mortal, Mortal. Putziger Immortal, Mortal, Mortal. Ganz guter Immortal, Mortal, Mortal. So. Das ist ein. Die ist doch nicht so schwer. Außer dieser Heiden. Ja, aber meine Kugeln ausweichen, auch wenn die eigentlich ihn voll treffen. So. What the? Ich habe ihn. Habe ich ihn jetzt nicht mit der Kugel getroffen? Doch. Nee, ach so, der weicht ja aus. Ach klar. So, da weichst du aber nicht aus, du Sack. Ehrlich. Das habe ich jetzt einfach aus Protest gemacht. Oh, da kommt gerade eine geile Musik. Ich habe schon öfters gesagt, der Soundtrack von Wanted ist echt richtig, richtig schön. Also gibt es einige Stücke, die echt gut ist. Besonders der Credit-Song, also den finde ich super, den höre ich auch manchmal so. So, weiter geht's.
Ja, und da kommen unsere Lieblingsgegner, die Sniper. Wer mag denn sie nicht? So, wenn ihr euch übrigens gewundert habt, warum die Cutscene so schlecht aufgelöst hat, das lag nicht an meinem, irgendwie an meiner Aufnahme, es lag nicht irgendwie an meiner Konsole, das liegt wirklich am Spiel. Also, es gibt hier zwei, drei Cutscenes, die sind einfach aufgelöst. Oh, das ist, sieht so grässlich aus. Also, die Cutscene war es noch nicht, aber die gleich kommt. Also, ich sag euch, da tun euch die Augen weh, wenn ihr das sehen werdet. Also, wie das grottig schlecht einfach aussieht. So, möchtest du mal sterben? Dankeschön. Also, da gibt's einfach, da sieht man eigentlich so, einfach so krass Fragmente und das ist so grottig schlimm, wie das aussieht. Aber, naja, was will man dagegen machen? So, Entwickler ist pleite, die können das nicht mehr patchen. So, okay, gut, weiter geht's. Wer will das nächstes? Wer will das nächstes? Dieser blöde Sniper? Nein, denn der haut ja lieber einfach ab. So. Da war er. Jetzt ist er nicht mehr da. Glaube ich, sieht man. Gut. So, nicht da lang, sondern da lang. Komm, komm. Hier will ich versuchen, zwei mit dem Schrappelsturm. Zack. Na, ich erwische hier immer nur einen. Ganz ehrlich. Wir werden immer zweimal gekillt, dass ich den treffe, aber ich treffe immer nur einen. Das ist bei mir jedes Mal bei dieser Stelle so. So. Hier erstmal den da weghauen. Zack. Also, ihr merkt schon, hier ist es eindeutig ein wenig schwerer als noch in den vorigen Akten. Ich hoffe, die trifft mich nicht. Okay, nur da ich Glück gehabt. So. Bitte sei ein normaler Heini, der tot ist. Ja, sehr gut. Und halt immer müssen wir auf den Cyber aufpassen, denn der kann uns ganz schnell weghauen. Wie man hier schön gesehen hat. So. Also, immer ist das Spiel so fair und tötet einen nicht sofort mit einem Schuss. Aber man ist halt im grauen Bereich und dann noch ein kleines Schüsschen und dann war's das. Von dem lieben Wesley Boy hier. Wesley, wo kommst du denn her? So, finde ich ja gar nicht nett. So, ihr seht, die Munition ist hier rar gesät mit der coolen Waffe. So, weg. Ich sagte, weg. Du bist jetzt auch weg. Boah, möchtest du jetzt mal umkippen? Dankeschön, jetzt wird er... Oh, daneben. Und da haut er schon wieder ab. Der Feigling. So, weggehauen. Und weggehauen. Die Animation sieht zwar schlecht aus, aber trotzdem ist es schön. Einfach mal so Leuten ins Gesicht hauen. Was gibt Schöneres? So. Plopp. Dann kommt er aus der Deckung und dann können wir ihn schön in den Hintern schießen. Hinternshot. Er braucht Headshots, wenn er Hinternshots hat. So. Und da kommen jetzt ein paar Gegner. Wartet. So. Nee, schon wieder nur ein. Ganz ehrlich, normalerweise trifft der beide. Schade. Naja, gut. Kurz abgewarten. Leben regeneriert. Und jetzt hast du erstmal wieder... Boom! Kein Sand ins Gesicht, aber Fuß ins Gesicht. Sand ins Gesicht wäre natürlich noch cooler. So. Und ich glaube, jetzt kommt gleich eine super schlecht aufgelöste Katze. Nee, das waren noch nicht die ich gemeint habe. Jetzt kommt erstmal ein ganz kurzes Sniper-Schnell. Aber gleich, also in den nächsten 4-5 Minuten, vielleicht auch sogar gleich nach dieser Sniper-Sequenz, die jetzt übrigens maximal eine Minute dauert, wenn man trifft, kommt so eine Cutscene, die einfach so grottig schlecht aussieht. Da sieht man so übelst Fragmente und alles. Das sieht echt schlimm aus. Also ich bitte dies jetzt schon mal zu entschuldigen. Verstehe echt nicht, wie sowas passieren kann. Ich meine, die Spielgrafik läuft ja einwandfrei und es läuft ja auch alles flüssig und so. Und dann sehen einige Cutscenes einfach so scheiße aus. So. Plopp. Boah, ganz ehrlich, schwarze Gegner auf schwarzem Hintergrund. Schlimm. Echt schlimm. So. Mick. Und will noch jemand? Ne. Ich habe es angekündigt, das war die Katze, die ich gemeint habe. Grässlich sieht es einfach aus. Ich weiß nicht, was da mit den Entwicklern los war. Hatten die Green hier keine Lust mehr? Der ist noch richtig hier zu modellieren oder wie? Also, weil das sieht ja echt schlimm aus. Also, Also, so schlimm ist es auch glücklicherweise in keiner anderen Katze mehr. Aber, ja, das wollte ich hier rausstechen, dass das hier nicht an meiner super tollen, perfekten Aufnahme
liegt. Meine Aufnahmen sind immer perfekt. Ganz klar. So, weg. Wo ist der Gegner? So. Und jetzt. Pow! So. Das ist der Sniper. Den können wir jetzt auf herkömmliche Weise alle machen. Aber der hat unglaublich viel Leben oder weicht den Schuss noch. Ich habe keine Ahnung. Deswegen machen wir das hier mit dem Schrappelsturm. Da spiele ich gar nicht lang rum. Oh, jetzt kommt eine meiner Hassszenen. Jetzt kommt dieser Abschnitt, der ist so übelst nervig. So, erstmal ganz locker auf die Mine. Einer ist weg. Jetzt mache ich immer den Fehler und laufe vor. Ich bin schon wieder vorgelaufen. Und das ist der Fehler, das darfst du nicht. Weil wenn man den jetzt im Nahkampf getötet hätte, dann wäre man sofort von diesem Heini, der ist gleich da oben auf dem Dach erscheint, getötet worden. Weil man hat ja halt überhaupt keine Deckung, wo man sich da vernünftig verstecken kann. Und gleich kommt hier ein Pumpkin-Heini, der übelst nervig ist. So. So, der Pumpkin-Heini ist weg. Gut, dann ist es schon geschafft. Also, weil diese Stelle, also nur der ganz kleine Abschnitt ist echt übelst schwer. Komm, mach mal. Töte ihn. Boah, du bist ja so nervig. Ich sterbe. Ah! Das war jetzt aber knapp. So. Wo ist der eine Freund, der weggelaufen ist? Jetzt müssen wir ganz kurz wieder da oben aufpassen, weil da oben kommt jetzt wieder einer. So. Plepp. Da spielen wir gar nicht lange rum. Den spielen wir auch nicht lange rum. Da hauen wir lieber ab. So. Schön. Und gleichzeitig haben die noch die Mine hier entschärft. Entschärft. Mit anderen Worten draufgeballert. Wo ist der jetzt hin? Da. So, möchtest du noch ein bisschen. Ach, dann eben nicht. Na doch, gut. So. Und du kriegst erstmal was schön auf die Glocke. So, weiter geht's. Hotte, hotte, hü, mein kleiner Wesley. Jetzt hast du so einen coolen Anzug, jetzt musst du auch hier schnell und präzise wie dein Vater sein. Auch wenn der blaue Augen hatte. Und das ist groß. Oh, der Abschnitt ist auch nervig. Also. Wie gesagt, hier sind die Abschnitte wirklich um einiges schwerer. Als ich auf schwer gespielt habe hier, da habe ich das war die Stelle, wo ich es gibt noch eine schwere, einige schwerere Stellen sogar. Aber das war eine Stelle, wo ich wirklich sehr lange gebraucht habe. Und es nervt immer so, wenn die einfach den Schlüssel ausweichen. Ganz ehrlich. Naja, was will man machen? So, das ist jetzt tricky. Da kommen zwei von diesen Pumpkin-Heinis. Da ist der erste. Bin mal gar nicht lang rum. Schrappelsturm. Dann auf dich wäre gut, wenn wir mit der Pistole weghauen, ja. Jetzt sollte dann vielleicht der zweite Pumpkin-Heini haben. Wir müssen auch aufpassen, denn ist hier ein Sniper. Ich glaube, den sieht man jetzt noch nicht, aber ja doch, man hat es gerade gesehen. Scheiße, ich bin... Oh. Hui, 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 hui. So. Weg. Und... Komm aus der Deckung raus. Hey. Hä? Wie kommst du daher? Wie kommst du daher? Leute, bin ich blind? Wie kommt der daher? Hä? Ja klar. Ich bin da. Oh nein, trifft er mich? Nee. Aber ich blick's nicht. Ich bin da wunderschön hinter der Deckung. Und auf einmal kommt da der Hein. Ehrlich, Mann. Also, wie der es geschafft hat, mich zu umgehen, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist er durch die Wand gegangen, oder? Also, Wand gehen ist ja so ein Synonym, eine Krankheit, die es oft in Spielen gibt. Wie geht's deinem Vater? Französisches Hauptcafé, der Bruderschaft Gegenwart. And locked. Big fucking surprise. Well, I'd already descended into hell. How much worse could this be? Ja, Leute, aber bevor wir in das Hauptquartier gehen und ich glaube, man kann denken, wer das da oben war. Ich möchte es jetzt nicht sagen, aber eigentlich ist es logisch, wer das war. Würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut und sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Wanted Weapons of Fate. Bis der neue Dems Immerfix. Haut rein. Ciao.